Einige von euch, Ihnen können sich erinnern, wir hatten am 12. März, fast vor 11 Monaten, vor 10 Monaten, unseren amerikanischen Botschafter hier in diesen Räumlichkeiten gehabt. Da war der türkische Botschafter auch dabei und viele der Jugendlichen waren auch dabei. Und da hat der amerikanische Botschafter ein Versprechen gemacht, dass er sich bemühen wird, Jugendliche vom BWK nach Amerika einzuladen. Dieses Versprechen ist hiermit eingehalten worden. Wir können heute mit Stolz ankündigen, natürlich unter der Regie nicht nur der amerikanischen Botschaft, sondern des Vereines Windows von Amerika, der gleich von der Vorstandsvorsitzenden Frau Dregger vorgestellt wird. Unter diese Hilfenahme, auch die finanzielle Hilfenahme und wer ist dieser Verein, das wird ja gleich die Frau Dregger vorstellen. Aber ich bin ganz stolz, dass wir geschafft haben, dass 10 junge Menschen wie beim Bildungswerk Kreuzberg eine Ausbildung machen, nach Amerika gehen dürfen. Ich freue mich drüber und freue mich auch selbstverständlich, wenn ihr alle nach hier zurückkehrt mit guten Englischkenntnissen und wir werden nach hier eine Abschlussveranstaltung machen. Sogar in der amerikanischen Botschaft, kann man sagen, mit dem amerikanischen Botschafter. Und da werden eure Englischkenntnisse richtig geprüft. So, jetzt darf ich die Frau Dregger bitten, unseren Verein vorzustellen. Ziel unserer Initiative ist die Integration von Jugendlichen mit Migrationshintergrund durch Verschaffung von Bildungschancen und der Anerkennung ihrer kulturellen Vielfalt. Ihr sprecht alle mehrere Sprachen, ihr kennt mehrere Kulturen als wir Deutschen und das ist ein Asset, das ist ein Gewinn, den wir nutzen. Und wir schicken euch in die USA, damit ihr zurückkommt und als Multiplikatoren anderen Jugendlichen mit Migrationshintergrund dazu verhelft, auch ihre Bildungschancen zu nutzen. Unser Programm trägt dazu bei, dass die Unternehmen ihre Ausbildungsplätze mit qualifizierten Mitarbeitern besetzen können. Und unsere Alumni, das werdet ihr sein nach eurer Rückkehr, freuen sich auch über die Vielzahl der Ausbildungsangebote, die ihnen nun offenstehen. Wir freuen uns, dass unsere Teilnehmer durch die Reise in die USA ihre Identität als Deutsche intensiver wahrnehmen, denn sie reisen als Gruppe sozusagen unter deutscher Flagge. Zugleich können sie sich auch ein eigenes realistisches Bild der USA machen. Sie knüpfen und pflegen dort freundschaftliche Beziehungen zu den Gasteltern und tauschen Erfahrungen mit beruflichen Kollegen aus. Das dient schließlich den wichtigen transatlantischen Beziehungen beider Länder und letztendlich der Völkerverständigung. Ich freue mich hier zu sein und alle Sie wiederzusehen. Und wie Frau Dregger hat gesagt, dieses Programm wurde in 2006 initiiert. Und wir haben schon 15 Gruppen nach Amerika geschickt, so ungefähr 150 Leute, Schüler und Schülerinnen. Aber das hier ist unsere erste Gruppe aus Auszubildenden. So wir freuen uns über ihre Reise. Und sie bleiben drei Tage in Washington D.C. Sie werden Seminare machen und besuchen Organisationen und sowas. Sie werden auch ein bisschen freiwillige Arbeit machen mit obdachlosen Leuten und so. Dann gehen sie nach Charlotte, North Carolina und sie bleiben da 5 Tage. Sie werden mit Gastfamilie leben und sie werden amerikanische Hotels und Unternehmen besuchen, um deren Arbeitsweise kennenzulernen. Dann haben sie 2 Tage in New York City und da werden sie mit Big Brothers, Big Sisters und solche Gruppe treffen. Big Brothers, Big Sisters ist ein Mentorprogramm für junge Leute mit junge Leute. Mein Name ist Sandrine Zeit, ich bin 21 Jahre alt, mache hier eine Ausbildung zur Kauffrau im Einzelhandel. Und die Erfahrungen haben einige von uns schon gesammelt, was englischsprachige Kenntnisse betrifft. Wir waren halt 7 Wochen in England. An der Südküste Torquay. Und was erwartet mich von Amerika? Also ich sag mal so, von Amerika erwarte ich eigentlich nicht so viel, weil ich will mich selber davon überzeugen. Ich möchte halt selber da sein und dann das, meine Wünsche und meine Hoffnungen, die ich in Amerika reingesetzt habe, dass ich die dort eventuell erfüllt bekomme. Weil im Prinzip haben wir alle Amerika nur kennenlernen dürfen über Filme, Fernsehen und so weiter. Und
Das möchte man halt gerne schon mal live sehen von dem großen Amerika. Hallo, mein Name ist Amira Ochi. Ich mache eine bilinguale Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau. Und was mich an Amerika am meisten interessiert, ist halt die Gastfamilie. Also steht bei mir im Vordergrund, nur um zu wissen, wie die wirklich dort leben. Man, wie Sisu gerade gesagt hat, die kennen es halt nur aus dem Film, aus Videoclips und ob die wirklich so sind, wie sie sind. Also man will es halt auch selber erfahren und ich freue mich halt auf das Programm. Also es ist ein sehr großes Programm, es ist sehr voll, also wir machen viele Sachen, was ich persönlich nicht gedacht hätte. Und am meisten, nee, also ich wusste es nicht, man weiß es ja nicht. Und ja, ich freue mich halt auf die Zusammenarbeit mit den amerikanischen Jugendlichen auch. Mein Name ist Bahadar, ich bin 23 Jahre alt, ich war in der Ausbildung im Einzelhandelskaufmann, im bilingualen Bereich, zweisprachig also. Was ich wollte unbedingt, es ist für jeden, glaube ich, schon ein Traum, einmal nach Amerika zu gehen, damit man mal sieht, wie die amerikanische Kultur ist, wie es ist, ob es wirklich so ist, wie es im Fernsehen ist, wie die Familien sind und ob New York wirklich so big ist, wie man es im Fernsehen sieht, mit den ganzen Hochhäusern und so. Ja, das ist eigentlich, und natürlich die Kultur und einfach mal andere Menschen kennenzulernen, die nicht immer hier umgewohnt sind, sondern Amerikaner, also davon haben wir nicht so viel in Deutschland, und einfach mal deren Kultur kennenlernen. Ich bin der Ali Maru, bin 22 Jahre alt. Ich mache eine Ausbildung zum Kaufmann zum Groß- und Außenhandel. Ja, ich spreche, also meine Muttersprache ist Deutsch und Arabisch, weil ich zweisprachig aufgewachsen bin. Ich spreche beide Sprachen perfekt. Schreib, lesen kann ich auch. Und Englisch, ja, Englisch ist, kann ich mittlerweile auch sehr gut, weil wir im Auslandspraktikum waren, 7 Wochen. In England. Da konnte ich meine Kenntnisse halt verbessern. Besonders freue ich mich auf das Programm Big Sisters and Big Brothers, weil ich mal sehen will, wie in Amerika die Jugendlichen und die kleinen Kinder auch da geholfen wird. Hausaufgaben, private Probleme und sowas. Ja. Ich komme aus Aserbaidschan. In Deutschland bin ich seit 6 Jahren. Ja. Und ich mache hier Ausbildung in GDK, bin überall der Ausbildung zum Hotelfachmann. Ich bin dritter Lehrjahr. Und ich freue mich sehr auf Reise nach Amerika. Ich will, also am meisten freue ich mich natürlich auf die Gastfamilien, da ich, dort kann ich neue Kultur kennenlernen und das Lebensart, wie die Leute dort leben. Also in Amerika war ich noch nie. Ich kenne das Amerika nur vom Film und vom Fernseher und ich würde gerne das vergleichen, ob das wirklich so ist und das selbst live erfahren. So. Ich heiße Cihan Canoğlu, ich mache meine Ausbildung also zum Hotelfachmann, eine bilinguale Ausbildung. Bin im letzten Lehrjahr. Ja. Was wäre noch das Schöne? Also auf jeden Fall also würde ich mich mal bedanken, weil man hat ja nicht immer die Möglichkeit nach Amerika zu fliegen. Und ja, also ich bin auch in einer amerikanischen Kette hier, also im Hotel. Und also die Hotelbranche ist ja so. Praktikum machst du? Genau. In welcher Kette? Marriott. Genau. Und die Hotelkette ist ja so, dass man viel reisen muss. Also nicht muss, sondern man hat ja die Möglichkeit. Und nach der Ausbildung würde ich auch gerne im Ausland arbeiten, vielleicht auch in Amerika. Ich habe jetzt die Möglichkeit, in Amerika ein bisschen von Daniel also kennenzulernen. Und ja. Ich freue mich auf jeden Fall. Guten Tag, mein Name ist Kalipina. Ich mache eine Ausbildung als Hotelfachmann mit dem 3. Lehrjahr, als bilinguale Hotelfachausbildung mit interkulturellem Schwerpunkt. Ich finde allgemein die Reise, das ist sehr faszinierend, wo ich das Programm zum ersten Mal gesehen habe. Das war sehr umfangreich, was ich nicht gedacht habe, weil wir sowieso eine, in Anführungszeichen, eine qualifizierte Ausbildung sowieso eine haben, weil wir zweimal im Ausland waren, in der Türkei, in verschiedenen Hotels gearbeitet. Zurzeit mache ich ein Praktikum in Ritz-Carlton in Berlin und bin gerade fertig mit meinem Praktikum und da habe ich das auch besprochen und mein Manager hat mich darauf angesprochen, das gibt's nicht, ich möchte auch mitkommen und so. Ich so, nee, Sie dürfen nicht mitkommen. Und halt, ich finde, das ist auch für uns sehr wichtig, weil Amerika war für mich, seitdem ich klein bin, immer mein Traumland und das geht sozusagen jetzt in Erfüllung. Danke Ihnen erstmal. Guten Abend, mein Name ist Tekin Ekmekci, bin 21 Jahre alt. Ich mache bilinguale Ausbildung zum Hotelfachmann. Mein drittes Lehrjahr ist heute.
Ich danke erstmal an die Windows von America Programm und an das BWK. Und dass die Möglichkeit geben, nach Amerika zu reisen, das freut mich. Und halt in Gastfamilie die Kulturaustausch machen, ihre Meinung erfahren. Und das ist interessant für mich. Guten Tag erstmal, mein Name ist Ali Chappe, bin 22 Jahre alt, mache eine Ausbildung als Hotelfachmann, die bilinguale Ausbildung. Und ich freue mich auf jeden Fall, nach Amerika zu reisen, dort das Leben kennenzulernen, wie es dort ist, die Menschen, wie die drauf sind. Und man sieht es ja halt von den Straßen, also von den Filmen, wie die Leute auf der Straße drauf sind, so, dass man sozusagen in einer Straße 20 verschiedene Typen von Menschen sieht, dass einer irgendwie voll komisch drauf ist oder voll crazy drauf ist, einer tanzt dort, einer singt dort. Die sind voll, also so wie ich das mitgenommen habe, voll sehr nette Menschen eigentlich. Und davon will ich mich erst selber überzeugen. Und auf die Gastfamilien freue ich mich auch auf jeden Fall. Ich will gerne sehen, wie die Menschen dort so leben und wie die Kultur dort ist. Mein Name ist Buffon, ich bin 20 Jahre alt. Ich mache eine bilinguale Ausbildung als Hotelfachmann. Und wie alle hier freue ich mich auch auf Amerika. Am meisten auf die Gastfamilie, wie die Kultur von denen ist. Und wir gehen ja auch in ein Hotel und schauen uns an, wie die Auszubildenden dort arbeiten. Ja, darauf freue ich mich am meisten.